Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 8. So, das letzte Mal wollte ich eine Monster besiegen, oder bekämpfen zumindest. Ich wollte bei dem Vieh was drawen und das ist Saugen gewesen. Leider hat es Saugen nicht. Es kann sein, dass mein Level dafür zu niedrig ist, denn manche Monster bekommen manche Zauber zum Drawen erst, wenn wir stärker sind. Das heißt, auch ihr Level steigt und somit, ja, haben sie eben auch stärkere Zauber. Ja, das war nicht so. Es kann auch sein, dass ich mich komplett irre und dieses Monster nie Saugen besitzen wird. Aber irgendwann werden wir es schon haben. Und ja, da wir das schon nicht bekommen haben, würde ich sagen, werden wir doch so ein bisschen mit der Unterstützung von epischer Musik einen Seed-Test probieren. Mal wieder. Oh Gott, wo war's? Tutorial. So, der Test. Ach ja, Level 5. Das steht für Truppenability. Ha, weiß ich doch nicht. Nein, man kann durch Draw-Zauber von anderen Charakteren ziehen. Nein. Der Spielstand kann immer und überall gespeichert werden. Nein. Wenn die GF eine bestimmte Ability hinzulernen, kann eine neue Ability in der Auswahl erscheinen, die anschließend erlernt werden kann. Ja. Charakter-Abilities werden erst dann wirksam, wenn sie mit einem Charakter gekoppelt werden. Charakter-Abilities werden erst dann wirksam, wenn sie mit einem Charakter gekoppelt werden. Ja. Je höher der Geschickwert, desto öfter wird die Spezialtechnik verfügbar. Nein. Abilities werden erst durch das Sammeln von Erfahrungspunkten erlernt. Abilities? Nein. Nein. Im Zombie-Zustand ist man schwach gegen Holy. Ja, das stimmt, denn Untot verträgt heiligen Zauber nicht. Bei konventionellen Angriffen wird der Gegner durch Waffen wie Schwerter oder Nunchucks direkt angegriffen. Jo. Das Eisenrohr kann man vom Wendigo klauen. Was war denn jetzt nochmal ein Wendigo? Ich glaube nicht. Bah, 90 von 100 Punkten. Oh Gott, dann... wir machen jetzt einfach... Hatte ich da Ja genommen? Machen wir... Ja? Nein? Nein? Ja? Dann müssen wir sehen... Ja? Je höher der Geschickwert, desto öfter wird die Spezialtechnik verfügbar. Nein. Nein. Ja. Ja. Nein. Okay, ist egal. Wieder mal gefailt. Ich würde sagen, jetzt widmen wir uns mal diesem Hebel. Schauen, was Squall dazu zu sagen hat. Nicht viel, da schmeißen einfach rum und die Luke öffnet sich. Keine Sorge, die Seed-Tests machen wir auf jeden Fall noch. Es hat ja noch Zeit. Wir sind ja lange nicht am Ende. So, Feuer ist auf jeden Fall gekoppelt, hat das Squall ja auch schon gesagt. Und ja, da kommen sie. Ein... kleiner Boss steht bevor. Vielleicht hat der sogar Saugen. Ich weiß es jetzt gar nicht. Oder die beiden zumindest. Ich glaube, die können ganz schön gemein werden. Mal sehen, wie wir es hinbekommen. So, Draw. Was habt ihr denn? Vita-Bänder. Nee, aber Vita können wir doch eigentlich ganz gut benutzen. So, ich glaube, das blendet uns. Oder doch nicht. Ich meine, das wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, denn Squall ist dagegen ja immun. Er hat ja eine Treffergenauigkeit von 255. So, mal sehen, was wir jetzt für einen Schaden machen. Ist jetzt, na doch, 400 ist schon nicht schlecht. Man merkt, dass wir auf jeden Fall Feuer gekoppelt haben. Naja, dann greifen wir nochmal noch mit konventionellen Angriffen an. Wie es auch schon im Seed-Test steht. Wie die aussehen, man kann es eigentlich gar nicht erkennen. Das sieht aus wie ein mutierter Ameisenbär. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Meine Fantasie spielt mir wieder Streiche wahrscheinlich. So. Wir wurden jetzt hier gerade angegriffen. Ach nee, Squall nehmen wir zum Angreifen. Aber da die ja gegen Feuer ihm oder schwach sind, könnten wir eigentlich Griffith beschwören. Ölspucke, jetzt bin ich ja gespannt. Hatten wir das nicht erst? Ja. Okay. Sie ist blind, macht nichts. Vita, zaubern auf die gute Rinoa und... Rinoa zaubert mal den guten Irwin. Und wir holen Ifrit. Das sollte doch ganz gut gehen. Also bisher glaube ich nicht, dass wir jetzt irgendwie Probleme haben werden bei dem Kampf. Ach ja, sehr schön. Dieser coole Vita-Effekt.
Ach, Ifrit braucht wieder ewig. Hier passiert gerade nichts, weil jeder irgendwas macht. Hier hat dann uns rumgelutscht. Kung Fu Medica können wir eigentlich mal zaubern auf uns. Und da kommt schon das Meteorfeuer. Jetzt wäre es vielleicht ganz cool, mal Anfeuern zu haben. Naja, aber es geht doch ganz gut ohne, denke ich. Vor allem müsste ich dann immer dieses nervige Tastengetippe probieren rauszufiltern. Das würde man schon hören, denke ich. Und das ist das Coole am Final Fantasy. Also in Final habe ich echt die wenigste Nacharbeit, was den Ton angeht. Bei Dark Souls oder anderen Actionspielen hört man dann schon des Öfteren mal das Tippen. Und ja, da muss ich immer ganz schön viel machen. Ist jetzt auch nicht so mega wild, aber ein bisschen Arbeit ist es dann schon. Da finde ich immer ganz cool. Da ist Final Fantasy sehr entspannt. So, nochmal erfüllt, weil es so schön war. Und Renoa greift an. Ich denke mal, wenn der Kampf so weitergeht, ja, ich sag's doch, sind die beide gleich tot. So, ganz normaler Angriff und ich denke, Ifrit macht den Rest. Zack. Den ist die Nase ab von dem Vieh. Das wäre schön. So, Ifrit, ein letztes Mal. Gucken, ob du den finalen Schlag machst. Leute, ich weiß nicht, was nach Final Fantasy 8 kommen soll. Auch wenn es noch ein ziemlich weiter Weg bis dahin ist. Es sind so schöne Sachen offen. Es ist Final Fantasy 7, 9 wäre toll. Auch das HD Remake von Final Fantasy 10 kommt in Frage. Und ein Spiel, was ich ganz besonders lieb gewonnen habe, und das ist Dragon Quest 8. Da hoffe ich ja immer noch, dass ein Remake für die PS3 rauskommt in HD. Das Einzige, was ich bisher gelesen habe, ist, dass Square Enix wohl Interesse an neuen HD-Auflagen hat und die Dragon Quest-Reihe auch den 8. wohl irgendwie für Smartphone in Japan rausbringt. Was ich irgendwie ein bisschen doof finde. Ich habe keine Lust, denn so ein großes Rollenspiel, wie es Dragon Quest ist, irgendwie auf dem Handy zu spielen. Weiß nicht, was das bringen soll. Dann lieber doch schön für die PS3. Und meinetwegen auch für die PS4 als HD-Remake. Das wäre mir auch vollkommen egal, aber okay, Squall. Das Ding ist ganz schön aggressiv, glaube ich, gerade. Squall. Juhu, Multi. Oh, Angel könnte auch gerufen werden, aber ich glaube, Squall wird es jetzt beenden. So, Grobspalt. Und mir fällt auf, wir haben immer noch keine neue Waffe. Vielleicht ist es ja demnächst mal möglich. Ich weiß gar nicht, was wir so an Items haben, ob wir nicht schon mal ein neues neue Waffe schmieden könnten oder herstellen könnten. Ja, und Dosser. Platt. Beide besiegt. War doch sehr einfach. Ach, sehr schön. Keine XP erhalten, aber einen magischen Stein und das Ganze gleich 16 Mal und 20 AP. Wir beherrschen Karte. Wir beherrschen? Wir haben Karte erlernt. Wie auch immer. Wir müssen uns beeilen. Die Raketen könnten jederzeit einschlagen. Aye, aye, Sir. So, erstmal heilen und kurz überlegen, ob ich nicht nochmal speichern gehen sollte. Ganz so zur Not. Das hat mir nämlich schon mal ein bisschen was verdorben. Nämlich kurz vor Ende CD1. Da muss ich ziemlich viel nachspielen, weil ich vergessen hatte, was zu koppeln. Deswegen würde ich sagen, schnell nochmal speichern. Auch wenn wir dadurch natürlich in einen Zufallskampf verstrickt werden könnten. So. Naja, es ist immer schön, wenn man so drei Spielchen hat. Mindestens. Falls irgendwas in die Hose geht. Das ist bei Dark Souls ganz schlimm. Das wird stets und ständig gespeichert. Wenn man dann mal vergisst, irgendwie aufzunehmen oder irgendwas zu machen, und das Spiel speichert einfach mal alles, dann war es das mit dem Part. Kann sein, dass man dann mal den ganzen Endboss verpasst oder so. Ich meine, das ist mir zum Glück noch nicht passiert, aber wer weiß. Was nicht ist, kann noch werden. Aber gut, jetzt genug mit den Off-Topic-Themen. Das ist eigentlich auch doppelt gemoppelt. Off-Topic-Themen. Na egal. So, die Raketen, Leute. Das sieht schlecht aus.
Okay, es ist auf jeden Fall schon Land zu sehen, das heißt, die Raketen sind uns schon ziemlich nah gerückt. Gott, wir sollten uns beeilen, Leute. Keine Zeit, um rumzustehen. Die unterste MD-Ebene. Was sollen wir hier tun? Ja. Überlass das mal Squall. Ach, der Arme. Es ist nicht leicht als Anführer. Woher sollen wir das wissen? Selbst der Direktor wusste es nicht. Ja, Squall, ich würde sagen, drauf tippen. Nee. Irgendwie nicht. Hier vielleicht? Ist es nicht besser, wenn du etwas planvoller vorgehst? Hast du einen besseren Vorschlag? Okay. Hä? Ja, was nun? Jetzt haben wir es kaputt gemacht. Okay, das Teil scheint anzuspringen. Haben wir denn alles richtig gemacht? Von wegen planvoller. Squall hat alles im Griff. Mhm. Das Ding läuft. Nur was macht es jetzt? Oh mein Gott, wir können in der Katze wieder laufen. Wie cool. Wow. Wow. Da kam was hoch. Direkt im Präsidentenzimmer. Das waren wir. Cool. Diese Musik, Leute. Wahnsinn. Meine Güte! Scheiße, die Raketen! Oh oh. Okay, Leute, wir sind mit dem Garden auf der Flucht. Cool, und die Raketen haben wirklich ihr Ziel verfehlt. Da haben Selfie und Jan wohl gute Arbeit geleistet. Und ja, die Raketen ein bisschen umgesteuert. Es bewegt sich. Und alle sind verwirrt, ja. Ach so, so ist es also. Tja, na toll. Ich glaub's nicht. Das ist ja genial. So, Direktor. Wie sieht es da draußen aus? Wie soll es denn aussehen? Hey, Squall, lass uns gehen. Wie jetzt? Squall, wir gehen mal raus. Aha. Na schön. Ich mache mir auch Sorgen um die anderen Schüler. Können Sie mal nachgucken? Ja, na sicher. Oh Mann, wenn ich überlege, was noch so kommt, wir haben noch so viel vor uns. Aber das ist das Geile daran, das ist ein ewig langes Abenteuer. Gibt es hier hinten eigentlich irgendwas? Ich glaube, ich habe nie nachgeprüft. Irgendwas Verstecktes. Aber scheint wohl nicht so. Jetzt, du hast einen Drawpunkt entdeckt. Ultima! Wobei, den gibt es wirklich. Ja. Mal schauen, was die anderen Schüler so treiben. Boah, da sind wir wirklich weggeflogen mit dem Garten. So ein großes Teil und das kann fliegen.
So, der läuft hier panisch herum. Hi, ich hatte mich versteckt. Ehe man sich's versieht, passiert sowas. Aber dich berührt das wohl überhaupt nicht, oder? Was genau, da hatte ich vergessen? Was? Naja, genau nicht. Nee, es kümmert uns schon. Wow, wie unglaublich blöd. Was? Achso, Trepefänkler Nummer 109. Was zum Teufel geht hier ab? Niemand hat mir gesagt, dass der Garten fliegen kann. Tja, du brauchst nicht im Kreis laufen. Das macht das Ganze jetzt auch nicht besser. Gott. So, es scheint zwar ein Aufbruch zu sein, aber erstmal geht es eben gut. Moment mal. Es ist viel zu viel passiert. Ich habe keinen Durchblick mehr. Aber mein Kreuz. Diesmal meine ich es ernst. Wir waren eine Zielscheibe, während wir uns bekämpft haben. Wir müssen ja völlig blöd sein. Na nun, so schlimm auch nicht. Hey, hast du mal hinausgeschaut? Du wirst es nicht glauben, von der Brücke dort kannst du es sehen. Oh ja, ich würde gerne mal rausschauen. Ich glaub's nicht. Geh mal nach hinten. Tja, wir fliegen. Das rote Licht leuchtet. Mal gucken, ob wir durch können. Ja, das geht. Ach, wie schön. Ja, ich war einfach mal ruhig, um ja, diesen schönen Ausblick zu genießen. Und das war's jetzt wohl. Die Musik wird wieder bedrohlich. Na schön. Squall! Oh, der Direktor ruft nach dir. Komm schleunigst zurück. Na gut. Was wohl los ist? Naja, zumindest scheint es einem gut zu gehen und wir mussten den ganzen Weg nicht zurücklaufen. Squall, die Steuerung reagiert nicht. Ich meine, wo ist die Steuerung? Wir werden gleich die Stadt bei Lamgram. Oh nein, können wir da nichts tun? Oh, die Stadt ist schon in Sicht. Squall, können Sie etwas machen? Das möchte ich selber wissen. Squall, bitte. Die Stadt... Kommt immer näher. Warum immer ich? Was soll ich denn tun? Scheiße. Squall, du schaffst das. Du hast das Teil aus dem Fliegen gebracht. Was? Gut gemacht. Der Garten dreht ab. Hohoho, das ist wirklich knapp. Wow, gerade noch. Wow, das Meer, das Meer. Halten Sie sich alle irgendwo fest. Oh nein. Flatsch. Und so gehen wir unter. Oder kann es auch schwimmen? Puh, das wäre erst einmal überstanden. Wir können davon ausgehen, dass wir jetzt in Sicherheit sind. Ah, schöne Ballermusik, Leute. Wohin treibt der Garten? Solange wir nicht wissen, wie man das Ding steuert, überlassen wir es lieber dem Wind. Nun, das Einzige, wovon wir genug haben, ist Zeit. Wir überlegen uns erst einmal, was zu tun ist. Mein Zimmer ist verschwunden. Ja, mich interessiert eher, was hier eigentlich passiert ist und wer zum Teufel ist Norg. Oder Master. So war's ja. Jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten, obwohl wir den Namen Norg ja schon mal gehört haben. Ganz zu Anfang. Mal so ganz nebenbei erwähnt.
Ja, was nun? Wie viele Stunden sind vergangen, seit der Garten abgehoben hat? Die Monster, die von den Pro-Masters aus der Übungshalle geholt wurden, sind beseitigt. Die in der MD-Ebene ebenso. Es gibt nichts mehr zu tun. Ach ja, ich muss direkt das Sid-Bericht erstatten. Ich habe ja auch einige Fragen an ihn. Der Direktor muss im Stress sein, ob er wohl die Kontrolle über diesen Garten wiedererlangt hat. Fragen über Fragen, Squall. Und wir speichern mal. Ah, das Meer. Das Meer. Langeweile, Lustlosigkeit, kein Bock. Zu viel Zeit. Ach, ich hasse es. Ich denke schon wieder zu viel nach. Ja, Squall, lass das lieber. Selfie, wie es ihr wohl geht? War es okay, dass ich sie gehen ließ? Christus Xell. Lebt ihr noch? Hexe, was sollte das werden? Wieso Raketen auf Garten abfeuern? Cypher, kehrst du nicht mehr um? Ich werde mich rächen. Wow, Squall denkt ganz schön viel nach. Extrem viel, so viel habe ich in meinem ganzen Leben noch nie an einem Tag nachgedacht, glaube ich. Also nichts extrem wär. Morgen! Hihi, wie süß. Gehen wir? Wohin? Wir machen einen Rundgang. Ist das ein Befehl? Kein Befehl, ich will nur sehen, wie ihr hier den Alltag verbringt. Na gut. Ach, die freut sich über jeden kleinen Pups. speichern, nicht speichern. Sind wir alle ausgeruht? Also gekoppelt scheinbar zu sein, wir brauchen jetzt nicht speichern, das geht schon. Wobei es vielleicht besser wäre, es wirklich überall zu tun, wo wir es können. Aber ich mag das immer, das holt dann immer so aus dem Fluss. Sag mal, welcher ist größer, der Galbadia-Garten oder dieser? Keine Ahnung. Ach, einen kleinen Rundgang jetzt mit der Guten. Sag mal, wo geht's da lang? Zum Parkplatz. Und dort drüben? In die Mensa. Squall, finde ich toll, dass du mich herumführst, aber kannst du nicht ein bisschen freundlicher, wenigstens normal reden? Sonst noch Wünsche. Ja, na gut. So, Squall, nun mal. Muss erst auftauen, es dauert ein Weilchen. Guck mal, da ist Dr. Kadowaki. Wo ist Direktor Sid? Er arbeitet viel zu viel. Falls ihr ihn seht, sagt ihm, er soll mal in die Krankenstation kommen. Na gut. Okay, mal gucken, wenn wir sie jetzt zur Bibliothek bringen, ob es irgendwas gibt für sie. Ach Gott, jetzt flippt sie aus. Sie sieht Bücher. Hey, das ist ja großartig. Kann ich mal kurz gucken? Danke. Und dann gucken wir. Wir gucken auch. Gibt es irgendwas Neues im Bücherregal? Vielleicht wieder eine ominöse Zeitschrift? Nö, den Drawpunkt nehme ich jetzt nicht. So, wo ist er denn jetzt? Ach, sie wartet vorne. Ich weiß nicht, sollten wir überall hingehen mit ihr? Vielleicht bringt das ja irgendwas. Ich meine nicht, dass ich wüsste. Hallo? Hallo? Ich sah dich im Lazarett. Du hast mich neulich gerettet. Wer bist du? Erinnerst du dich nicht mehr? Ich? An dich? Ich will nicht, dass du mich vergisst. Erinnern? Ich soll sie kennen? Alter, was zum Teufel geht hier ab? Okay, das ist jetzt dasselbe Gespräch. Lass uns miteinander reden, wenn du wieder alles weißt. Okay, Leute, das ist gruselig. Aber ja, das Mädchen haben wir schon mal gesehen. Im Lazarett, wie er schon gesagt hat. Und ich glaube, wir haben sie sogar mal gerettet in der Übungshalle, oder?
So, werte Frau, können wir wieder? Hm, dann gehen wir eben ohne dich. Tschüss. Jetzt frage ich mich. Zeigen wir jetzt den ganzen Garten nochmal, aber das ist Schwachsinn. Vielleicht können wir jetzt zur Mensa, vielleicht gibt es da noch ein lustiges Event. Das könnte ich mir vorstellen, aber alles andere ist sicherlich ein bisschen langweilig. Aber das will ich sehen, vielleicht kriegt sie ja einen Hotdog und Xell nicht. Das wäre cool. Ach, Xell ist ja gar nicht hier, Leute. Ich vergaß schon wieder ganz. Hm, da sind denn die Raketen eingeschlagen. Hm, hey, da ist der Junge wieder. Gegen den wir irgendwann nochmal Karten spielen müssen. Ich weiß, das kommt ziemlich kurz zur Zeit, aber ich denke mal, wenn wir ein bisschen mehr Bewegung haben und Freiraum, dann werden wir auch Karten spielen. Könnte sogar bald soweit sein. Hier ist die Mensa. Man kann hier essen, aber die Lebensmittel sind begrenzt. Vor allem die Hotdogs. Es gibt doch Sachen, die man kaum zu sehen bekommt. Deswegen gibt es täglich Schlangen wie diese. Verstehe. Hihihi. Es lachte sich. Was ist so komisch daran? Du erklärst aber auch alles. Das ist irgendwie so komisch. Du wolltest doch, dass ich dich herumführe. Ach ja, ja. Sorry. Werd doch nicht gleich sauer. Sonst noch was? Dann wollen wir mal weiter. Gott, die hat echt einen Schaden. Nein, ich mag sie eigentlich. Tut mir leid, alles ausverkauft. Alles schon wieder ausverkauft, Wahnsinn. Ja, okay, dann gehen wir doch mal. Ach ja. So. Den Schulhof brauche ich nicht zeigen, glaube ich. Oder? Nö, ach, der Rest, den lassen wir einfach mal so. Na doch, ach komm, wir gehen hier mal. Das ist, glaube ich, das Lazarett, oder? Oder ist das der Schulhof? Verwechsel ich immer. Hm. Also hier gibt es erstmal nichts Schönes. Vielleicht an der Bühne, ich denke mal, da wird es irgendwas sagen. Das ist nicht schön, mal wieder diese vertraute Musik zu hören. Oh, hier spielt jemand Musik. Ganz cool. Ich bin doch froh, dass wir hierher gekommen sind. Hey, ich will mit dir sprechen. Ich mache mir Sorgen um meine Eltern, die im Ballamt sind. Aber ich habe schon immer gewusst, dass mal sowas passieren würde. Dass ich auf eine Reise gehen würde, von der ich nicht mehr zurückkehre. Was ein Pessimist. Meine Freunde im Garten werde ich niemals vergessen. Wenn wir nicht mit der Schule fertig. Wenn wir mit der Schule fertig sind, wollen wir in Kontakt bleiben, okay? Sag mir als erstes Bescheid, wenn du einen Freund hast. Ihr auch? Versprochen? Versprochen? Keine Geheimnisse, versprochen. Oh Gott. Weibertratsch. Der endlose Ozean. Ich frage mich, was aus uns wird. Die Abschlussfeier wird wohl verschoben. Eigentlich habe ich nichts dagegen. Ich will diesen Moment auskosten. Scheint sich zu mögen. Ich will ganz weit weg. Ja, ob unsere Träume am Ende des Horizonts wahr werden? Sowas mit dir? Ich habe gebüffelt bis zum Umfallen, aber wenn ich den Ozean so betrachte, kommt mir das alles so unwichtig vor. Hm. Lernen ist wichtig, meine Freunde. Immer schön lernen. So, na denn. Hauen wir doch mal wieder ab. Die schöne Ballantmusik. Schaut mal, ist das hier warmes Wasser? Heiße Quellen im Garten. Könnten wir doch ruhig mal eine Runde drin schwimmen gehen. Na gut, ich weiß nicht. Na doch, Lazarett nehmen wir noch mit. Aber hier hat sie eben auch nichts gesagt, von daher glaube ich nicht, dass noch irgendwas kommen wird. Also Parkplatz brauchen wir nicht und die Trainingsanlage auch nicht. Hm, Squall, welch seltener Anblick. Du zusammen mit einem Mädchen?
Ist das deine Freundin? Ja, nein, ich mache nur eine Führung. Oh Gott, was soll ich nehmen? Ich mach mal ja. Ja. Im Ernst, Tor? Ich nehme dich beim Wort. Nö, ja klar. Klar, im Ernst. Wow, ich werd gleich rot. War nur ein ernst gemeinter Spaß. Naja, wenigstens machst du Fortschritte im Witze machen. Ihr seid wirklich witzig. Ach ja, wisst ihr, wo Direktor Sid ist? Falls ihr ihn seht, sagt ihm, er soll mal in die Krankenstation kommen. Ja, das kennen wir schon. Okay, das fand ich jetzt cool. Squall taut auf. Ja, wenn ich mit ihm spiele zumindest. Fand das jetzt irgendwie gar ziemlich witzig. Solche Entscheidungsmöglichkeiten müssen wir öfters haben. So, mal schauen. Gehen wir doch mal nach Direktor Sid. Schüler Nummer 41269 Squall. Ja. Der ehrenwürdige Master ruft nach dir. Geh umgehend in den Masterraum. Masterraum? Wo ist das? Fahrt mit dem Aufzug nach unten. Die Genehmigung ist bereits erteilt. Okay. Gruselig. Na dann, gehen wir doch mal runter. Ich schaue nochmal kurz nach den Kopplungen. Ist Irwin auch noch gekoppelt? Ja. Ist sehr wichtig. Wer weiß, was passiert. Ihr wisst ja. Auf einmal hat man keine GF gekoppelt und man steht da, mitten in einem Kampf. So in die Master-Ebene. Gott. Na schön, hier sind wir nun. Sieht ziemlich abgefahren aus. Verstehen Sie mich immer noch nicht? Das ist doch... Ui, und Irwin kommt auch. Ist denn irgendwas passiert? Was ich... Nein, ich bin hier nicht gefolgt. Lassen Sie mich los! Ich muss noch mit ihm reden. Wow. Der Direktor? Sie verdammter geldgieriger Bastard. Wie konnte ich Ihnen nur vertrauen? Die Seeds haben wir für die Zukunft geschaffen und jetzt ist die Zukunft. Das wissen Sie doch ganz genau. Oha. Verflucht. Wenn ich in die Vergangenheit zurück könnte, würde ich mich selbst warnen. Dass ich Nork nicht trauen darf, dass Nork nur an Geld denkt. Der arme Direktor. Squall? Tja, das haben wir jetzt mitbekommen. Sie haben zugehört. Ja. Irgendwo gibt es immer Grenzen. Lassen Sie uns zurückgehen. Direktor, ich muss Ihnen etwas berichten. Kommen Sie bitte in mein Zimmer. Und eine Frau im weißen Kittel. Oh, das war Rinoa. Dr. Kadowaki wollte Sie sprechen. Sie schien etwas wütend zu sein. Wütend? Kann ich verstehen. Was ist hier los? Ihr seid die Seeds, die aus Galvania zurückgekehrt sind? Ja. Endlich seid ihr hier. Master Nork wartet auf euch. Folgt mir. Okay, Master Nork. Wir können gespannt sein. Wenn Master Nork euch ruft, habt ihr in 3 Sekunden da zu sein. 3 Sekunden zu lang.
Aha. Oh mein Gott. Geht. Oh, ii. Das ist ja eklig. Das ist der Master, der Geschäftsführer des Gartens. Er ist kein Mensch, wir wussten das gar nicht. Beängstigend. Berichtet mir über die Hexe. Nee, lieber nicht. Irgendwie nicht. Was sagen Sie? Was sage ich zuerst? Kurz und bündig. Zuerst auf das Ergebnis, dann den Verlauf. Wir konnten die Hexe nicht ermorden. Was für ein glorreiches Ergebnis. Wir bekamen Order von Direktor Sid, als wir in Galbadia Garden waren. Zusammen mit Irving Kinnis vom Galbadia Garden machten wir uns auf den Weg, um die Hexe zu töten. Oh, gemeinsam mit Galbadia? Ihr wurdet reingelegt. Reingelegt? Ich verstehe Sie nicht. Erklärt Ihnen das. Okay, ich bin gespannt. Unser ehrenwürdiger Master Norg wusste schon seit einiger Zeit, dass die Hexe und Galbadia zusammenarbeiten würden. Master Norg wurde vom Master des Galbadia Gardens um Rat gebeten. Vom Master des Galbadia Gardens? Der Master von Galbadia Garden ist mein Untertane, Dudonna. Die Hexe und der Garden sind sehr eng verbunden. Daher wird die Hexe versuchen, den Garden auf der ganzen Welt zu beherrschen. Unser ehrwürdiger Master Norg hat eine Nachricht an den Galbadia Garden verschickt. Ein Auftrag, die Hexe zu beseitigen. Ein Attentat war dafür am besten geeignet. Aber... Der hinterhältige Dodonna hat euch ausgenutzt. Er kann sagen, dass das mein Auftrag war. Dieser hinterhältige Rate. Aha. Sie meinen, dass der Balamgarden nichts mit dem Auftrag zu tun hatte? Von dem geplanten Attentat kamt ihr zufällig vorbei. Daher wurdet ihr damit beauftragt. Allerdings war es ein Fehlschlag, die Hexe lebt und... Wie wir es vorausgesehen haben, hat sie sich an uns gerecht. Aus diesem Grund kam auch der Raketenangriff. Wir müssen versuchen, die Wut der Hexe zu besänftigen. Dazu müssen wir den Attentäter hinrichten und die Hexe der Hexe vorführen, als Beweis unserer Ehrlichkeit. Kleinen Moment, das heißt also... Wir werden Köpfe der Seeds vorzeigen. Hexe soll denken, dass wir unterwerfen. Was? Okay, nicht einverstanden. Warum kämpfen wir nicht gegen die Hexe? Zu welchem Zweck werden wir täglich ausgebildet? Was wollt ihr? Ihr gegen die Hexe verloren. Ihr haltet den Mund. Na ganz toll. Direktor Sid sagt auch dasselbe. Hey. Sid? Der Idiot Sid hat Sid auf Hexenjagd losgeschickt. Was ist, wenn sie versagen? Dann ist alles vorbei. Mein Garten zu Ende. Sid, der Idiot, wird er nicht vergeben. Er vergessen, dass ich finanziert habe? Zusammen mit Sid Köpfe auch seinen Kopf für Hexe. Ihr befahlt Sid zu fangen. Die Schüler waren pro Sid. Das ist mein Garten trotzdem.
Nein! Der Garten gehört nicht nur dir. Was dann? Direktor Sid und Hexe Idea? Gehört der Garten diesem Ehepaar? Was? Ehepaar, Leute? Die Hexe und Sid? Jetzt geht's los hier. Der Direktor und Idea sind verheiratet? Was soll das bedeuten? Ja, jetzt weiß ich. Sid und Idea wollen mich verbannen. Oh Gott, ich glaube, ihr dreht durch. Ihr seid auch pro Sid, ich werde euch nicht vergeben. Squall! Okay, Leute. Der Kampf beginnt. Wir haben noch ein paar Minütchen für den Part. 4 oder 5. Wir machen den Kampf auf jeden Fall zu Ende. Wird eben vielleicht wieder ein bisschen länger. Mal schauen. Okay, der gute Nork. Er will irgendwas von uns. Nork, rot, gelb, blau. Wenn rot, dann viel Zauber. Solange Farbe nicht verändert, mache es Heat mit Zauber fertig. Aha. Okay. Okay. Wir machen kaum Schaden, das heißt, wir müssen drauf zaubern. Okay, ich weiß nicht, was gelb nun war. Ich glaube, wir müssen echt... Ja, wir zaubern einfach mal. So, Blitz. Zaubern. Ah, das macht auch kaum Schaden. Hey. Okay, erstmal wieder checken, wie das ging. Okay, das Teil ist gelb. Müssen sich die Farben ändern oder nicht? Ja, Leute, auf jeden Fall können wir hier noch was Schickes drawen. Mal gucken, wenn ich die mit angreife. Vielleicht ist es besser. Ja, da machen wir Schaden. Dann öffnet sich nämlich irgendwann das Teil. Und zwischendurch muss immer mal wieder wer diese komischen farbigen Dinger angreifen. Squall macht das jetzt nicht, dafür macht das Irwin. Sehr schön. So, Rino das Gelbe, Squall wieder auf die Mitte. Ziemlich cooler Kampf. Also man muss erstmal durchsteigen. Ah, verdammt, ich habe vergessen, ja 1 zu drücken. Aber das macht nichts. Schaffen wir irgendwie so. Los, Noah, komm raus aus deinem Versteck. Dieser kleine Panzer. Sehr schön. Ach, diese Kampfmusik einfach toll. Wenn wie verrückt er gerade geworden ist, er ist völlig paranoid. Alle haben was gegen ihn. Na okay, ist kein Wunder, nachdem er uns hier so angegriffen hat. So, die ist gelb. Die andere wird es bestimmt auch gleich wieder. Na denn, nochmal Angriff. Juhu! Ach komm, Rinoa kann auch ruhig nochmal drauf. Ich weiß gar nicht, wie ist das, wenn ich Blitz drauf mache? Scroll greife ich mal an. Aha, Anti... Aha, okay. Blitz, zaubern auf die Mitte. Oh nein. Jetzt habe ich das falsche Teil angegriffen mit Rinoa. Na gut, mit nur einem Schaden von 30 ist nicht so cool. Naja. 2 vor allem. ja, Irwin macht den Rest. So. So, haben wir das mit neutralisiert. Sehr gut. Ich stell mir das immer wie Augen vor, die dann zugehen, wenn wir angreifen. Na komm. Öffne dich. So ein Feigling. Versteckt er sich in so einem riesen Panzer. Das gibt's doch gar nicht. Die Teile wieder. Das ist völlig spiegelverkehrt. Wenn ich nach links drücke, sieht er den rechten Kreis an und andersrum eben. Muss man vorsichtig sein. Los, Sesam, öffne dich.
feige Sau. Krieg ich sowieso da raus. Na, geht doch. Das Teil geht kaputt. Hui. Und schon liegt er frei. Boah, guck mal, dieses riesige Doppelkinn. Verdammt! Seeds Garden, das ist mein Garten. Ihr werdet Des bereuen. Des und Gärden vor allem. So, einmal drawn von ihm. Nein, von Meister Nork, bitte. Schaut mal. Leviathan. Ui. Der Schaden ist nicht übel. So, dann nochmal Ifrit. Leviathan entdeckt. Sehr schön. Boah, supi, Volltreffer. Ui, ganz schön schnell. Tja, welchen? Machen wir mal den. Ich weiß es nicht. Ich habe jetzt nicht gesehen, wen er da anvisiert. Mal schauen. Was Ifrit so viel Schaden macht. Ja, nur Holy Crap, würde ich sagen. Das tut weh. Ja, 800. Passabler Schaden. Ach, sehr schön, hat funktioniert. Ich würde sagen, dann nehmen wir doch mal Quetzalcoatl. Oh Gott, wollte ich doch gar nicht. Na gut. Quetzalcoatl ist ja bisher so meine Allzweckwaffe. Psychoblast. Gott. Ui, das hat weh. Nicht schlecht. Oh, sehr schön, 300. Also bis jetzt konnte uns nicht wirklich gefährlich werden. Schauen wir doch mal, was Quetzalcoatl so anrichtet. Einfach klasse. Ja, überzogen haben wir jetzt schon. Von daher machen wir ruhig ganz, ganz munter weiter, bis er denn endlich mal tot ist. Was für eine Explosion. Okay, gut gemacht. Eigentlich denselben Schaden wie auch Ifrit. Es wäre ja mal cool, wenn wir ein Limit hätten oder so. Ich denke mal, wenn wir alle Nork angreifen, machen wir genauso viel Schaden fast wie ein GF, oder? Und es ist ein bisschen schneller. Ja, fast. Yibi! Okay. So, ich weiß ja nicht, ich weiß gar nicht mehr, was der macht, wenn das Teil rot wird. Oh nein, Psychoblast. Ich glaub, also die war wirklich ziemlich stark, ne? Ja, 600 ist nicht von schlechten Eltern. So, alle Angriffe auf den Dicken. Stehen sie bereit. Boah, Hinoa kriegt ziemlich oft einen Volltreffer hin. Finde ich cool. Mit Squaller sowieso, wenn wir R1 drücken. Ach, das Dickerle, Leute. Eisra. Jetzt wird aber... Jetzt geht's ja rund hier. Weniger Shell Protis. Ach nee, wir greifen einfach weiterhin an. Wir können ruhig mal ins Limit kommen. Wäre ja gar nicht mal so übel. Wieder ein bisschen auf Risiko spielen. Aber schauen, wie viel, vielleicht hält auch gar nicht mehr viel aus. Könnte ich mir echt vorstellen. So, alle auf Nork. Attacke. Und diese riesen Hände und dieser, eigentlich dieser kleine Kopf und das riesen Doppelkinn und der überdimensional große Oberkörper. Ich würde den gerne mal sehen. Außerhalb seines komischen Raumschiffes. Sieht denn wirklich echt aus wie von irgendwelchen Aliens. So.
Hallo, stirb endlich. Und wie will er nicht? Psychoblast. Okay. Ich habe einen Plan. Renoa, na. Greif jetzt mal. Erstmal das an. Und Irwin, den guten Squall. Dann kommen wir sicherlich ins Limit. Und dann versuchen wir mal unser Bestes. Hoffentlich nicht auf Squall. Wenn er schlau wäre, macht das. Na, er ist nicht schlau. Er ist überhaupt nicht schlau, auf den Stärksten. Toll. Was ein Held. So, Squall, du bist an der Reihe. Sehr schön. Ui, Schweigen. Ich weiß gar nicht, ist bei Schweigen auch das Limit betroffen? Das könnte natürlich sein. Naja, zaubern können wir jetzt nicht mehr, oder drawn. Aber das macht nichts. Wow, wieder ein anderes Event, daran muss man sich erstmal gewöhnen. Grobspalter, na dann. Go for it. Schlitz den Ding auf. Sehr schön. Oh, der lebt echt noch. Wahnsinn. Komm, Renoa. Na komm, Limit, Limit, Limit. Oder Multi heißt es ja hier. So, ich hoffe mal, das war jetzt das Letzte, was wir machen. Boah, irgendwie ganz schön schwer bei ihm. Aber Squall weiß, was er zu tun hat. Hinterlässt nichts im Zufall. Ich kann nicht mehr. Mehr Angst vor euch als Hexe. Womit hab ich das verdient? Okay. Womit hab? Am Anfang hat er noch relativ normal gesprochen und je wütender er wurde, desto mehr Fehler waren da drin. Sehr lustig. Einen magischen Stein erhalten. Und 20 AP. Sehr schön. Na gut. Leviathan. Yippie. Ein neuer GF, Leute. Ziemlich cooler, wie ich finde. Also von der Optik her. Ich weiß gar nicht mehr genau, was wir so lernen können mit ihm. Das war ja witzig. Denkt nicht drüber nach. Das ist aber... Was fragt ihr mich? Ich weiß genauso wenig wie ihr. Ja, so, was ist jetzt aus ihm geworden? Irgendwas leuchtet da. Ich weiß nichts. Ich weiß gar nichts. Daher werde ich reingelegt. Daher werde ich ausgenutzt. Ach Gott, der arme Squall. Squall. Wir gehen jetzt zum Direktor. Na schön, ich bin auch dafür, dass wir mal endlich reinen Tisch machen. Ui, Bio gefunden, ich wusste, hier war noch irgendwas. Okay Leute, jetzt habt ihr einen XXL-Part bekommen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir hier irgendwo noch näher speichern können. Ich habe das Gefühl, wir fahren gleich zum Direktor. Ich würde sagen, ich mache hier einen Cut. Wenn ich speichern gehen kann, dann gehe ich vorher natürlich noch speichern und dann sehen wir uns entweder hier oder irgendwo bei Landgarten wieder. Ja, und dann geht's auf jeden Fall schon zum Direktor. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen, wie immer. Hinterlasst ein paar nette Kommentare oder auch nicht so nette. Könnt ihr euch aussuchen. Ja, und bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy VIII.